kannst du die Stimme des Schöpfers von deiner eigenen Stimme unterscheiden? Diese Frage stellen mir immer wieder Menschen, wenn ich darüber erzähle, dass ich ganz oft Eingebungen vom Universum bekomme. Also es kommen bestimmte Bilder oder es kommen Gedanken, wo ich denke, wow, richtig, das ist absolute Wahrheit. Und so sollte man dann tun. Also wenn ich zum Beispiel nach einer Lösung suche oder und weiß nicht, also wie ich eine bestimmte Situation vielleicht lösen soll oder Entscheidung treffen kann. Und auf einmal kommen mir bestimmte Informationen, also bestimmte Stimme, wo ich merke, das ist absolute Wahrheit. Und so genau soll ich das auch tun. Und das erkenne ich dann in diesem Moment. Da kommt mir Information vom Universum, von der Schöpferebene. Und das fühlt sich absolut stimmig und richtig an. Es gibt aber trotzdem immer wieder Frage, wie kannst du das genau unterscheiden? Weil diese Stimmen, also diese Gedanken, die sind ja immer im Kopf. Also die sind ja immer da. Und wie kann man das wirklich unterscheiden? Und ich versuche das jetzt einfach zu erklären, wo ich für mich gemerkt habe, wie ich das unterscheiden kann. Also diese Gedanken, diese ständige Gedankenschleifen im Kopf, also das kommt ja von unserem Verstand. Und unser Verstand ist also eine Instanz, die analysiert, die bewertet, die wirklich vergleicht und sagt, okay, ist das richtig oder falsch, die vielleicht mal unsicher sein kann oder uns das Gefühl geben kann, dass wir unsicher werden. Also das ist wirklich unser Verstand, das ist unser Ego. Wenn wir aber Informationen vom Universum bekommen, von der Schöpferebene, diese Informationen sind die absoluten Wahrheiten und wir intuitiv, wirklich tief, tief in unserer Seele, tief in unserem Herzen, ganz genau, also uns sofort erkennen, das ist das, das ist genau richtig. Und es kann sein bei dir, dass du das daran erkennen kannst, wenn du merkst, okay, es kommt irgendetwas wie ein Blitz. Also wie ein Blitz. Also bei mir fühlt sich das wirklich an. Irgendwas kommt mir von oben, also irgendein Blitzgedanke. Und meine erste Reaktion ist sofort, wow, also das ist doch genau das Richtige. Das ist wirklich, was ich machen soll. Oder was für ein Glück, dass ich das machen kann und so weiter. Auf jeden Fall die erste Reaktion, also eine Fontäne von positiven Emotionen, vom Gefühl von Freude, von Stimmigsein. Und ich erkenne dabei, dass ich im Körper auch das Gefühl bekomme, es wird alles elektrisiert, also als ob ich wirklich so eine Spannung, angenehme Spannung bekomme und als ob etwas kribbelt. Und vielleicht kann das bei dir genau das Gleiche sein, dass du das Gefühl hast, also du reagierst mit ganzem Körper, mit ganzer Essenz auf irgendeine Information und spürst sofort eine tiefe Freude und eine Wärme in deinem Herzen. Und dieser Gedanke, also dieser Impuls kommt ganz spontan und die Reaktion darauf ist wirklich sehr, sehr schnell. Also das ist die Information, die tatsächlich von der Schöpferebene kommt. Dann kann passieren, also ich habe das schon oft mit meinen Klienten oder auch mit Seminarteilnehmern erlebt, also dass jemand tatsächlich so eine Stimme hört, also das erkennt und dieses Gefühl bekommt. Und es vergeht vielleicht ein Tag oder ein paar Stunden und die Person erzählt, nein, das ist vielleicht doch nicht das Richtige. Also wenn es vielleicht also um eine Geschäftsidee geht, ja, oder eine Idee vielleicht jetzt für einen Monat in ein Land zu reisen und so weiter. Also das kann ja alles Mögliche sein. Und dann kann die Person kommen und sagen, nein, das ist doch nicht das Richtige. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt oder es könnte ja schief gehen, ich könnte auf die Nase fallen, also ich könnte pleite gehen, wenn ich zum Beispiel eine Vision versuche umzusetzen und so weiter und so weiter. Und daran kann man merken, da setzt sich unser Verstand einfach ein, also diese Gedanken, die tatsächlich kommen, die besetzen uns und dann
wirst du einfach in Zustand von Angst versetzt und von Unsicherheiten. Und das ist natürlich etwas, was von deinem Ego kommt, also was mit der Wahrheit, mit der göttlichen Wahrheit nichts mehr zu tun hat. Das ist absolut der Verstand. In diesem Moment kannst du einfach für dich selbst überprüfen und dich selbst fragen, was war denn mein erster Gedanke dazu, was war mein erster Impuls? Und dann erinnerst du dich daran, mein erster Gedanke, mein erster Impuls, wow, ich war in Freude, ich habe das wirklich genossen, also diese Gedanken, und das hat mir Freude bereitet und so eine Entschlossenheit auch. Also ich wollte das tatsächlich umsetzen. Und wenn ich mit Unterbewusstsein arbeite, dann sage ich auch immer meinen Klienten, achte immer darauf, also was dein erster Impuls ist. Also das ist dann genau das Richtige, dein erstes Bild, erster Gedanke, erstes Gefühl, erste Körperempfindung ist genau die richtige. Deswegen erinnere dich einfach immer jedes Mal daran, was war dein erster Impuls bei solchen Situationen. Und daran erkennst du, das ist dein Unterbewusstsein, das kommt von der Schöpferebene, das kommt aus deinem Herzen heraus. Und das ist mit der Energie der Liebe verbunden. Du spürst das als Wärme in deinem Körper und spürst auch die Freude. Und ich weiß, das erfordert wirklich Mut zu sagen, okay, alle weitere Gedanken, die vielleicht anschließend kommen, die mit Angst, mit Unsicherheiten zu tun haben, die schiebe ich einfach weg, die stelle ich in den Hintergrund und ich folge meinem ersten Impuls. Das erfordert natürlich Mut und sehr, sehr viel Vertrauen. Aber glaub mir, wenn du das einfach immer wieder praktizierst und immer wieder übst und diesem Herzensweg folgst, also deinem ersten Impuls, deinem ersten Gedanken folgst, im Vertrauen und in Liebe, dann wirst du merken, wie das Universum auf magische Art und Weise dir alles erfüllt, was dazu notwendig ist. Also wenn du von einer Reise träumst, wenn du davon träumst, dein eigenes Business zu öffnen, also deine eigene Vision umzusetzen, das Universum wird dir alles in die Wege legen und einfach die Türen werden für dich geöffnet und auf magische Art und Weise werden die Dinge passieren, die dir diesen Weg ermöglichen. Du musst dich darum gar nicht kümmern. Das ist wirklich wie ein Wunder, was in diesem Moment passiert, wenn du deinem Herzensweg folgst, wenn du diesem ersten Impuls folgst, also diesem Gedanke. Natürlich musst du deinen Verstand einsetzen, indem du einfach danach schaust, also wie kann mir mein Verstand, mein Kopf nützlich sein? Also dass du sagst, okay, vielleicht nicht sofort, aber vielleicht in einem Monat wäre es sinnvoller. Oder ich muss vielleicht nicht sofort meinen Job kündigen, sondern einfach meinen Job reduzieren, aber meine Vision jetzt langsam aufbauen, parallel zu meinem Job. Dafür brauchen wir Verstand und der Verstand ist wirklich gut. Aber vergiss nicht, dass dieser erste Impuls, dieser erste Gedanke, diese erste Wärme in deinem Herzen ist wirklich absolut führend für dich. Und folge diesem Impuls und lebe deine Träume, deine Visionen. Alles Liebe für dich.